Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Ja, hier haben wir schon den ersten Teil der Marsbasis. Heute werden wir damit beginnen. Und das Ganze mache ich natürlich mit der Atlantis 3. Hier unserem Workhorse. Ja, die Rakete mit den meisten Missionen bisher. Und hier haben wir das Ding. Es ist ganz schön schwer. Deshalb werde ich auch eine ganze Menge von dem internen Treibstoff hier verbrauchen. Das werden wir zum späteren Zeitpunkt mal wieder auffüllen. Immer so Stück für Stück, wenn wir Mars-Missionen mit Menschen machen oder auch mit Rovern. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los.
Da sind wir auch schon gelandet. Mit der zweiten Stufe haben die Mission beendet. Hier können wir die erste Stufe wieder einsammeln. Hier die zweite Stufe. Dann kommt schon zweite Stufe. Hier haben wir die Mikroraumstation. Ja, es fehlt eine Menge Treibstoff. Das werde ich natürlich nach der Folge machen. Ich will euch ja jetzt nicht weiter aufhalten. Dann zoomen wir mal raus. Hinaus zum Mars und direkt auf den Marsboden. Das da, ja, das ist es. Hier haben wir das Landepad hingebracht. Und ja, ihr seht, es ist eine Menge Platz bis zum Rover. Das heißt, wir können eine schöne große Marsbasis aufbauen.
Damit werden wir natürlich in den nächsten Folgen weitermachen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.